Hallo liebe Rasenfreaks! Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht heute in dem Video um Mähkonturen, um Konturen auf meiner Rasenfläche. Ich habe ja nicht nur eine Schnitthöhe, ich habe verschiedene Schnitthöhen. Und dadurch kann ich auf meiner Fläche Konturen erzeugen. Ich kann verschiedene Formen ausmähen. Und darüber rede ich heute ein bisschen in dem Video und ich werde heute mal ganz viel mähen. Das wird also ein exzessives Mähvideo und es ist sehr windig beim Rasenfreak und es ist sehr wechselhaft von den Lichtverhältnissen. Völlig egal. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinem Video. Bleibt dran, es geht los. Yeah! Wir waren jetzt ein paar Tage nicht da. Es ist heute Freitag. Freitag, der 12. Ich habe ja die Idee, auf meiner Rasenfläche eine sehr stark konturierte Mähfläche zu erzeugen. Also mit unterschiedlichen Mähhöhen. In den Rändern werde ich jetzt tatsächlich auch das Gras hochwachsen lassen. In der Mitte ist es tief. Hier eine schöne Rundung um das Grün herum. Das Grün soll ummäht werden mit 14 mm Schnitthöhe. Die Ränder, diese hohen Ränder, die werden so auf 35, 40 mm Schnitthöhe dann von mir gemäht. Das Grün mähe ich jetzt zurzeit auf 9 mm. Das ist relativ stark rausgewachsen. Also hier ist schon ordentlich Wachstum gewesen. Schon einige lange Halme, bestimmt 30 mm, nee, nicht ganz. Also hier ziehen wir das mal als erstes rüber. Über diese Fläche. Hier mähe ich tatsächlich mit dem Falkenstein, um ihn auch mal ein bisschen länger zu testen. Für die kleine Fläche ist das Gerät so gerade eben geeignet. Also viel mehr schafft man tatsächlich mit dem Falkenstein nicht. Ihr werdet es gleich sehen. Ja, und dann haben wir halt eben auf der Seite den Eingangsbereich. Deswegen diese beiden seitlichen eingeschnürten Konturen hier um unseren neuen Zierapfel herum. Wunderhübsch, wie der jetzt anfängt zu blühen, der Zierapfel. Da steht er. Ich will meine Konturen vor allen Dingen hier schön ausmähen, schön nachmähen. Ich will, dass hier ein richtiger Golfplatzcharakter entsteht. Ob ihr es schön findet oder nicht, ich finde es richtig cool. Und deswegen verändere ich gerade hier so meine Mähbereiche. Im hinteren Bereich, da ist es noch nicht so spektakulär wie hier auf der Ostfläche und an der Südkante. Da habe ich jetzt die Kontur nicht groß verändert. Hier seht ihr auch den neuen Konturbereich in den Westbereich. Hier kommen langsam jetzt die Vogelbeeren. Die schlagen so ganz langsam aus. Die Birke ist auch schon rausgekommen. Die ganzen Pollenkörper von der Birke werde ich mit der Rasenlüfterkassette absammeln. Und hier diese Fläche sieht schon richtig gut aus. Das ist mega krass, wie die Fläche jetzt hier gekommen ist. Hier 40 mm. Hier ist es ordentlich rausgewachsen. Junge, Junge, also hier ist Wachstum. Das müssen wir wieder auf 14 runterballern. Das wird, wenn das gemäht ist, richtig cool aussehen. Ich habe hier ein paar dramatische Quäkenester nach wie vor. Am Anfang des Jahres sieht man hier mal ganz deutlich dieses fette Gras. Echt brutal, hier auch überall. Das wird sich im Laufe des Jahres wieder zurückziehen. Aber am Anfang ist es immer furchtbar. Okay, also ich mähe jetzt alle Flächen. Ihr könnt zuschauen. Das wird also nicht viel Content jetzt heute geben. Nicht neue Weisheiten zum Thema Rasenpflege. Nö, bringe ich heute nicht. Ich muss die Fläche mal ein bisschen in Schuss kriegen. Und dann könnt ihr mal schreiben, wie ihr hier die Gestaltung unserer Rasenfläche findet. Wie cool ihr das findet, ob ihr das bescheuert findet oder toll. Dürft ihr gerne schreiben. Manche schreiben ja auch immer, wie kann man nur überhaupt so eine große Rasenfläche haben. Ja, kann man, weil ich das toll finde. Yeah. So, erstmal ein paar Wurmhäufchen hier nochmal ein bisschen abstreifen mit dem Fuß. Geht am schnellsten.
Also das Wetter ist herrlich. Wir waren in Dänemark an der Nordseeküste. 10 Grad, Sturm, jeden Tag Regen, teilweise aber auch schön, aber nur kalt. Hier war es wohl aber auch kalt die ganze Woche. Und jetzt zum Wochenende soll es wieder schön werden. Und wenn ihr heute Morgen das Video seht, dann habt ihr hoffentlich auch schönes Wetter und freut euch aufs Wochenende, freut euch aufs Mähen, freut euch auf euren Rasen. Seid nicht frustriert, wenn es nicht perfekt ist. Ich muss mich auch jeden Tag zwingen, nicht den Frust hier zu schieben. Genießt das große Ganze, den Spaß an der Arbeit, den Spaß am Hobby. Freut euch am Mähen, freut euch, was weiß ich, am draußen sein. Ja, und jetzt geht's ab hier. So, heute wird wieder in dieser Richtung gemäht. Ich mähe ja in 1, 2, 3, 4. 4 verschiedenen Richtungen. Schnitthöhe kurz kontrollieren. Ja, 9. Aber wieder falsch. Also jedes Mal nehme ich das falsche Drehrad. Jedes Mal. Neun Millimeter. Ach so, ich habe mal gar nicht die. Ja, ich muss noch mal messen. Ja, das ist ja. Oh, traumhaft. Ah. Ja, da kommt natürlich was runter. Ich messe gleich mal die Schnitthöhe. Oh. Eins, zwei, drei, vier Bahnen. Vier Bahnen. Vier Bahnen. Oh, ein intensiver Geruch. Falls sich jetzt jemand wieder wundert, dass hier oben Werbung steht. Ja, ich werde bezahlt von der Firma Rasenspecht für die Benutzung und für natürlich auch die Vorstellung dieses Gerätes, dieses Falkensteins, Handspindelmähers. Ich habe dazu ja schon 2 Videos gemacht und immer wenn ich das Gerät benutze, blende ich hier ganz ehrlich und offen Werbung ein, obwohl ich jetzt nicht speziell über das Gerät hier sprechen werde. Naja, ich sag schon meine Meinung dazu. Ihr seht ja auch, dass ich doch ziemlich am Schieben bin, wenn ich hier mit diesem Falkenstein über meine Rasenfläche fahre. Und ja, das ist so. Das Gerät ist schon nicht leicht zu schieben. Das kann ich leider auch nicht ändern. Ich habe natürlich jetzt einen relativ starken Auswuchs. Oh, aber. Das Schnittbild ist super. Super. Gut, holen wir noch mal schnell den Höhenmesser. Weil ich mal wissen will, wie viel ich überhaupt jetzt Auswuchs hatte und was ich jetzt hier tatsächlich als tatsächliche Schnitthöhe jetzt gerade mähe. So, ja, das ist hier mein selbstgebautes Schnitthöhenmessgerät. Wenn ihr so ein Gerät auch euch selber bauen wollt, dann könnt ihr in unserem Shop die Bauanleitung dafür herunterladen, kaufen. Das Gerät hat so einen doppelseitigen Spiegel. Das ist der große Vorteil dieses doppelseitigen Spiegels ist, dass man eben auch über die Rasenfläche peilen kann. Hier ist eine spiegelverkehrte Skala drauf und man drückt das Gerät so ein bisschen in den Boden rein und dann macht man seinen Schuh noch zu. Mist. Was ist das denn hier, Rasenfreak? Hier auch schnell, da ist schon einer, habe ich nicht gemacht auf beiden Seiten. Ja, dann peilt man über die Rasenfläche und ja, das sind tatsächlich 10 mm, also nicht ganz so tief, wie ich dachte. Jetzt gucken wir mal hier. Seht ihr das? Wo ist hier die andere Seite? Ja, hier daneben, direkt daneben. Und der Auswuchs, so die längsten Halme sind so bei 20 mm. Die meisten Halme sind so 15 mm rausgewachsen. Also die Ein-Drittel-Regel wird knapp, ganz knapp erfüllt.
Und jetzt kann ich das Gerät umdrehen und jetzt kann ich hier so quasi zwischen meinen Beinen durch über die ganze Fläche schauen. Und dann sehe ich jeden einzelnen Halm, der nicht geschnitten wurde. Und das sind ein paar Halme. Das heißt, wir müssen hier öfters rübergehen. Dann nehmen wir gleich mal hier über Kreuz. Gut. Ich muss gerade mal wieder gucken, wo ist eigentlich die Kontur? Ich fahre jetzt einmal ganz kurz rum, um den Außenrand zu sehen. Das ist immer sehr wichtig, dass ich ja nicht hier so komplett über den Außenrand hinaus mähe. Oh, traumhaft. Ja, so. Normalerweise macht man das zum Schluss, aber so sehe ich besser, wo ich aufhören muss. Das sieht doch gut aus. So, zack. Und nicht so viel Überdeckung fahren. Junge, 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 ey. Nie gedacht, dass wir doch so viel Auswuchs haben. So, jetzt habe ich die eine Richtung fertig. Jetzt mähe ich nochmal diagonal, so in 60 Grad. Versetzt zur ersten Mährichtung das zweite Mal die ganze Fläche, um dann auch wirklich jetzt jeden zweiten Halm hier wegzukriegen. Und man sieht schon, dass da noch ordentlich was runterkommt. Das geht natürlich jetzt deutlich leichter, weil natürlich der große Widerstand durch das Gras jetzt weg ist. Das heißt auf Deutsch, je öfter man mäht, desto weniger anstrengend ist es. Schön. So, das Grün ist fertig. Klasse. Jetzt zeige ich euch nochmal. Boah. Einmal noch die Schnittmenge. Das sind so von der Fläche, sind das ungefähr auf 60 Quadratmeter. Und das ist da runtergekommen. So, ihr seht jetzt eben die erste Kontur. Nämlich die Kontur zu meinem Grün. Hier diese scharf geschnittene Kante zwischen 9 mm, ich kann nochmal nachmessen, nach dem zweiten Schnitt leicht reingedrückt. So, das passt sogar jetzt ziemlich gut. 9 mm, wie sieht das aus mit den Helmchen? Ja, es bleiben immer ein paar Helmchen stehen. Das ist jetzt weniger geworden. Vereinzelt bleibt immer noch ein Helmchen stehen. Das wird besser, wenn man noch tiefer mäht. Umso weniger kann das Gras sich halt querlegen. Und das wird natürlich besser, wenn es dichter wird. Das Gras, das ist noch nicht so richtig dicht. Noch nicht so ganz. Das ist schon ganz schön dicht, aber noch nicht so wirklich. Okay, also das ist die erste Kontur, die wir haben wollen. Jetzt geht es hier weiter auf der zweiten Fläche. Hier wollen wir jetzt auf 14 mm 9, 14, also 5 mm höher. Und dann haben wir noch die dritte Höhe. Die 35, 40, weiß ich jetzt gar nicht. Was haben wir denn hier? Oh, 50. Oh, über 50. Also auch schon richtig rausgewachsen. Okay. Ja, lieber Anfis, ja, das war jetzt die erste Fläche. Mein neues Grün. Das besteht, ich sag mal, zu 70-80% aus der Agrosta stellonifera, dem Flechtstraußgras. Da ist Festuca noch mit drin. Oh,
soll immer mehr werden. Festuca kann noch mehr werden. Und natürlich die Poanoa ist da auch drin. Trotzdem sieht diese Fläche jetzt frisch geschnitten relativ gleichmäßig aus. Ja, man sieht so ein paar Schattierungen, ein bisschen hellgelber, ein bisschen dunkelgelber. Das ist so. Okay, wir machen jetzt weiter mit der großen Fläche. Da werde ich jetzt erstmal die Lüfterkassette zum Einsatz bringen, zum ersten Mal, um die Halme ein bisschen aufzustellen, um die Halme so ein bisschen besser abschneiden zu können, um auch die Poanoa-Stängel aufzustellen. Das kann ich euch mal zeigen. Da ist sie. Und die liegen alle so flach, hier, so ganz flach. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier ist noch eine, liegt ganz flach unten, die Blüte, ne, hier auch, da, zack. Und deswegen nehme ich jetzt meine Lüfterkassette, um vor allen Dingen diese Blütenstängel, um die hochzuziehen, ein bisschen zumindest. Und dann zack, mit dem Mäher rüber, überall. So, jetzt habe ich hier bei meinem Sportman, bei meinem alten Sportman Elektra, die Lüfterkassette eingebaut. Jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen hier rum. Haben wir hier um das Grün herum. Muss mal gucken, ob man jetzt auch nicht zu tief einstellt. Da wird jetzt auch nicht viel rausgeholt aus der Fläche. Ja, und was sagt man? Mist. Funktioniert nicht wirklich gut, weil natürlich die Walze sofort alles wieder runterdrückt. Also so richtig, ja, ich könnte noch ein bisschen schärfer einstellen. So richtig zieht er jetzt hier die Blütenstängel nicht hoch. Da wäre tatsächlich ein Lüfter, hier so ein Vertikutierer mit so einer Lüftereinheit besser, wo ihm keine Walze dran ist, sondern wo er nur hochzieht und wo er nicht gleich wieder plattwalzt. Ist jetzt doch ein bisschen suboptimal. Naja. Aber es, ja, er kämmt schon nicht mehr. Ja. Ich kann auch mal ein bisschen runterstellen, aber ob das was bringt, ein bisschen runter wieder. Ja, das ist ja deutlich aggressiver. Ja, so, jetzt nehmen wir mal die Kamera ganz vorsichtig und schauen an, ob die Seat Heads, ob die Köpfe rausgekommen sind. Naja. Also nicht wirklich. Also hier ist einer, da ist einer, ja, hier, ja, so ein bisschen hochgezogen hat er das Gras. Hier so ein bisschen hochgezogen, aber wirklich doll ist das nicht. Ich könnte hier, ja, das ist ganz gut rausgezogen. So, lieber Anfix, ich habe jetzt hier die ganze Fläche gelüftet. Jetzt gehe ich nach hinten. Und zieh da noch mal rüber. Und warum habe ich es nicht gezeigt? Weil ich die Kamera wieder nicht angeschaltet habe. Schauen wir uns mal die Schnitthöhe an. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. 35, 40, irgendwas 38. 38. 35. 35 bis 38. Also
Das ist genau die Höhe, die ich haben möchte hier. Für meine Ränder. Cool. Sieht gut aus. Sehr schön. Hier rum. Ja, ich schlecht gemäht. Da muss ich mähen. Und Grünrand. Okay. Ja. Scharfe Konturen. Ah. Oha, ein bisschen zu tief reingemäht. Ja, nicht ganz den Strich getroffen. Egal. Oh, ich bin so fertig. Ich habe schon Wadenkrämpfe. Das ist der Hammer dieser Maschine. Wir haben jetzt gelüftet. Dann habe ich erstmal die ganzen anderen Flächen gemäht, damit das Gras sich noch ein bisschen aufstellen kann, weil es ja von dem Swordman auch ein bisschen runtergedrückt wurde. Und jetzt dann mit dem E-Flex mähen. Boah, ist das ein Schnittbild. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es ist Wahnsinn. Wahnsinn, wie hier schon die Streifen drauf zaubert. Oh, der hat einen super Schnitt. Ja, mehr mähen. Mehr mähen. Das macht den Rasen dicht. Und schon voll. Fangkorb. Naja. Oh. Ja, guckt euch mal an, die Halmlänge, das war schon. Das ist schon ordentlich. Das ist schon echt ordentlich. Schön die Kontur treffen. Oh, hier. Hab ich getroffen. Das sieht noch nicht gut aus hier. Junge, 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 das braucht aber noch. So, ja, das zum Thema Konturen. Sie sind noch nicht überall richtig da. Ich bin körperlich jetzt völlig am Ende. Völlig. Ach, hinten muss ich ein kleines Stück mähen, egal. Auf jeden Fall sagt hier, ta-da-da-da, mein Fitness-App. Was sagt es denn jetzt hier? 12.500 Schritte, 8 Kilometer gelaufen, 340 Kalorien verballert. Das ist ein Anfang.
Danke fürs Zuschauen, liebe Community. Heute mal ein exzessives Mähvideo für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt dran. Bis zum nächsten Video. Tschüss.